Herr Reinhardt, wir sehen immer den Krebs als was Todbringendes an. Das ist er doch gar nicht. Ja, bin ich mit Ihnen einverstanden. Das ist er ja gar nicht. Der Krebs hat die Ursache und die Wirkung wird verwechselt. Gucken Sie mal, der hat doch einen Sinn, der Krebs. Ja, wenn zum Beispiel ein Mutter-Kind-Konflikt hat, dann ist der Sinn dieses Konfliktes, dass die Brust größer wird und dem Kind mehr Milch gibt. Das ist ursprünglich der Sinn eines Mamakarzinoms. Das heißt, das ist nichts Sinnloses, sondern es ist etwas Sinnvolles. Oder wenn der Patient einen Brocken nicht verdauen kann, ein Stück Knochen sitzt im Darm, er kann es nicht verdauen, dann macht der Patient mit diesem DHS einen Schock und es entwickeln sich, wir sagen krebsige, ein Tumor im Darm. Dieser Tumor sind aber keine bösen oder schlechten Zellen, sondern sie produzieren Darmsaft. Der Darmsaft sorgt dafür, dass dieses Stück angedaut wird, verkleinert wird und dann rutscht dieses Stück durch. Danach wird dieser Krebs in der Natur normalerweise durch die Mikroben abgebaut. Das ist das Spiel der Natur. Vielleicht, wenn wir den Krebs mal, ich meine, die Patienten, die jetzt uns hören. Also die Statistiken, ja, da glaube ich nicht viel, die sind doppelblind Studien, sie wirken. Sehen Sie mal, Herr Reinhardt, diese Funktionen, die der Krebs hat, die gibt es ja auch auf psychischem Ebene. Während dieser Krebskonfliktaktiven Phase ist der Körper im Stress, aber das hat ja einen Sinn. Er soll eben dazu befähigt werden, diesen Konflikt, der ihn auf dem falschen Fuß getroffen hat, zu lösen. Ja. Und ohne diesen Stress kann er den gar nicht lösen. Aber Herr Reinhardt, was ist Gesundheit? Dieser Patient, der auf dem falschen Fuß erwischt worden ist, der macht also eine konfliktaktive Phase durch mit am Organ, mit einem Krebs, der aber etwas Sinnvolles macht, damit er eben überleben kann. Und ja, wenn er das ist dann, sinnvoll, ans Licht zu kommen. Ja, wenn er überlebt Keimen hat, ans Licht, dann, dann gibt es die sogenannte Konfliktolyse und dann regeneriert sich der Körper wieder. Das heißt, er baut das, was er jetzt nicht mehr braucht, ab. Oder bei den Konflikten, die ein Loch gemacht haben im Organ, da baut sich dieses Loch wieder auf. Und alles das wussten also, das die Mediziner nicht. Mich sehr. Sie haben dem Patienten nicht einmal die Hand gegeben. Möchte ich verfolgen. Ich meine, also bitte, jetzt geht es schon wieder. Was heißt nicht die Hand gegeben? Das ist eine Unterstellung. Es ist ziemlich spät, fangen wir nicht wieder von vorne an. Wir müssen eine Kooperation anstreben. Jedes Sektierertum ist schlecht. Niemand, den ich kenne, hat den Stein der Weisen in der Krebstherapie gefunden. Niemand. Wir bieten etwas an, was wir glauben, vielleicht durch andere Leute angezweifelte, aber doch sehr, wie wir glauben wiederum in unserem naturwissenschaftlichen Verständnis, sehr untermauerte Studien, Therapien an, von denen wir glauben, dass sie effektiv sind. Das muss ich sagen.